Kiosk. Die Welt, auf der sich alles veränderte. Für mich, für euch, für die Galaxis. Ihr habt hier jedes lebende Wesen getötet. Sie starben und öffneten meine Augen für die Wahrheit. Ich bin dem Griff des Todes lange entronnen. Alles stirbt. Selbst ihr. Unser Fleisch ist nicht das, was wir sind. Stimmen, Hände, Kinder. Ich brauche diese einfachen Mittel nicht mehr. Ich bin endlich wirklich frei. Seid ihr auch frei, wenn ich an Carbonitvergiftung sterbe? Vielleicht. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich habe alles getan, was ich konnte, um euer Leben zu bewahren. Warum solltet ihr das tun? Ihr seid ein Teil von mir, den ich erhalten möchte. Nicht darum, gerettet zu werden. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Dann zeigt es mir. Der es je mit meinem Überlebenswillen aufnehmen konnte. Verschwindet. Ich kann euch nicht töten, aber ich werde einen Weg finden, euch weh zu tun. Ihr widersetzt euch dem Unausweichlichen. Es ist Zeit, dass ihr euch der Realität stellt. Hat sich eure Frau denn gar nicht um sie? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe sie gehen lassen. Meine Vergangenheit hinter mir zu lassen, brachte mir Freuden ein, die ich mir vorher verweigert hatte. Ich habe auf Saku die Liebe erlebt. Wer weiß,
Vielleicht findet ihr sie auch. Ich habe mein Leben jemandem gewidmet. Eure Kinder haben uns auseinandergerissen. Und doch könntet ihr wieder zusammenfinden. Wir müssen uns um meine fehlgeleiteten Kinder kümmern, bevor sie alles ruinieren. Ich wusste doch, dass ihr etwas wollt. Alleine könnt ihr sie nicht aufhalten. Sie sind tödlich. Und was schlimmer ist, es mangelt ihnen an Disziplin. Unterschätzt sie nicht. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Chance zu haben, den von ihnen verursachten Schaden zu beheben. Eure Tochter kann mich sehen. Valen war schon immer mein Liebling. Was ist los? Interessant. Eure Tochter traut eurem Sohn nicht. Sie traut niemandem. Wir müssen los. Aber es wurde in mehreren Sektoren Alarm ausgelöst. Wir können sie irgendwie nicht finden. Nun, macht euch keine Sorgen. Jeder macht irgendwann Fehler.